Andi, wie ist die letzte Saison von der Fortuna zu bewerten? Insgesamt würde ich sagen positiv. Wir hatten eine sehr starke Phase, haben leider Gottes zum Schluss ein bisschen abgerissen. Zudem muss man auch sagen, dass wir im Pokal leider wieder nicht gewonnen haben. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack, aber wenn man die ganze Saison betrachten muss, war sie doch positiv. Ihr habt jetzt zwei Leistungsträger mit Tim Boss und Daniel Kelter-Ruhl verloren. Wie kann man die ersetzen? Ja gut, das ist die Aufgabe vom Trainer, vom Management. Das haben sie, denke ich, gut gemacht. Wir haben viele Offensive, viele gute neue Leute dazu, auch im Tor. Und wir hoffen, dass sie genauso anknüpfen können an die Leistung, die die Leistungsträger auch letzte Saison gebracht haben. Wie viel Freude macht das für euch Mitspieler, mit einem Moritz Hartmann jetzt zusammen zu trainieren? Ja, sehr, sehr viel Freude. Man sieht schon direkt in den ersten Einheiten, was er mitbringt, dass er sehr schlau ist, ein sehr schlauer Spieler und macht gute Wege frei für andere Spieler. Und das wird uns auf jeden Fall insgesamt als Team auch ein bisschen besser machen. Welchen Einstand musste Moritz Hartmann vielleicht auch im Team geben? Oder kommt das noch? Ja gut, ich sag mal so, sein erster Tag war auch sein Geburtstag. Da warten wir noch. Aber er meinte, kommt noch was und ja, Einstand muss er auch hier abgeben auf jeden Fall. Die Vorbereitung ist jetzt im vollen Gange. Mhm. Was steht noch an? Sprich Testspiele, worauf freust du dich besonders? Wenn du mich so fragst, jetzt auf die paar freien Tage, die wir haben zwischenzeitlich. Wir haben Trainingsbetrieb sehr oft, häufig zweimal am Tag. Dann haben wir viele Testspiele, die wir dann halt sehr ernst angehen wollen und halt uns auf Wettkampfmodus vorspielen. Und dann gucken wir Woche zu Woche, dass wir unsere Richtung Meisterschaft dann fit machen. Wie sehr hast du dich jetzt auf die Vorbereitung auf die neue Saison gefreut? War ja doch eine relativ lange fußballfreie Zeit. Ja klar, wenn man im Urlaub ist, dann, wenn man die Kugel dann nicht zwischen den Beinen hat, dann ist schon, man vermisst das dann schon, ne, relativ schnell. Und deswegen umso froher bzw. umso glücklicher ist man jetzt, dass man oft die Kugel halt am Ball hat. Welche besondere Ehre ist das vielleicht auch für die Fortuna, die Kapitänsbinde zu tragen? Eine große Ehre. Ne? Die Fortuna hat eine sehr große Tradition, ist ein geiler Club und da Kapitän zu sein, ist schon eine Ehre für mich.